nämlich die Spielvereinigung Greuther Fürth gegen die zuletzt tollen Sachsen zu Werke gehen. Die Platzverhältnisse im Rudolf-Habig-Stadion erstaunlich gut. Wir glaubten ja noch gestern, dass diese Partie abgesagt werden müsste. Heute dann die Platzkommission und Schiedsrichter Peter Gagelmann hat entschieden, da kann gespielt werden und er hatte vollkommen recht. Die Bodenverhältnisse also ungefähr so 3-4 cm ziemlich weich obendrauf, dann ein tiefgefrorener Boden darunter, circa 10-15 cm. Normale Stollenschuhe sind angesagt und wie gesagt erstaunlich gut für die Witterungsverhältnisse derzeit im ganzen Lande. In der Nummer 9, Dani Fuchs bei den Weißen Franken auf der linken Seite. Wie gesagt, für beide Mannschaften heute ein richtungsweisendes Spiel. Seit dem 10. Spieltag können die Sachsen endlich mal wieder die Abstiegsränge verlassen. Ein einziges Pünktchen gegen die Fürther würde genügen. Aber. Die Franken könnten mal wieder auf einen Aufstiegsplatz. Dazu wären 3 Punkte notwendig. Hier in Dresden. Auf rechts, wie immer, Roberto Hilpert. Die Stärke der Spielvereinigung Greuther Fürth, das Flügelspiel, rechts über Hilpert, links über den starken Dani Fuchs, der wieder dabei ist. Da haben wir Dani Fuchs, war in der Rückrunde viel verletzt, immer wieder Wehwehchen, kam nicht richtig in Fahrt und Benno Mühlmann ist heilfroh, dass er jetzt wieder dabei ist und die linke Seite verstärkt. Weil die rechte ist ja mit Roberto Hilpert blendend besetzt. Kukielka, er fast der Einzige, der in der Defensive geblieben ist nach dem Wechsel zu Peter Pakult. Vor allem hinten hat der Österreicher alles umgestellt. Auch im Wohle der Stabilität von Dynamo Dresden. .000 Zuschauer wollen hier im Rudolf-Habig-Stadion verfolgen, dass ihre Jungs endlich mal rauskommen, weg von den Abstiegsrängen. Kukielka, im Tor Darko Horvat, war mal ein Nervenbündel in der Zwischenzeit richtig stark und sicher. Peter Pakult hatte es nicht einfach nach dem Wechsel. Franke war ein äußerst populärer Trainer in Dresden. Hat aber in den letzten Wochen alles richtig gemacht, unter anderem auch, dass er ihn reingestellt hat, Darko Horvat, Ignaz Gresic auf der Ersatzbank. Röker. Jatovic.
Beide Mannschaften, das sieht man schon in den ersten 5 Minuten, haben großen Respekt voreinander. Das ist schon noch ein richtiges Abtasten. Zufälligerweise haben beide Teams zuletzt ihre letzten Spiele gegen Paderborn gespielt. Ganz witzig. Fürth hat 1-1 gespielt und wie gesagt, Dynamo Dresden hat 2-0 gewonnen in Paderborn. Und die erste Möglichkeit. Für ihn, für Danny Fuchs. Zu viele Freiräume in der Anfangsphase für den starken Linksfuß. Das ist schon die Stärke der Franken. Da vorne Christian Timm und Christian Eichler und auf den Flügeln Fuchs und Hilbert. Schick. Schön gemacht von Denis Kagara, dem Dänen. Röker. Da kommt Dexter Langen. Und viel in der Anfangsphase über ihn, über Danny Fuchs, aber mit Dexter Langen hat er schon einen starken, konsequenten Verteidiger. Vor allem Dexter Langen hat ja auch seine Stärken in der Offensive. Da könnten sich die beiden aufreiben. Arsch. Wie gesagt, das war für Peter Pakult, den Österreicher, schon eine sensible, schwierige Angelegenheit, die Mannschaft hier umzuformieren. Raus aus dem Franke-System, rein in die Raute. Und da ist das Tor, vollkommen überraschend. Ein Fehler war das von Torwart Darko Horvat. Und Christian Eichler hat es ausgenutzt. Sein 12. Saisontreffer vollkommen aus dem Nichts. Das schauen wir uns nochmals an. Und hier Missverständnis und der Fehler von Darko Horvat und Christian Eichler. Meine Güte, das ist natürlich ein Schlag für die Sachsen in der 9. Minute. Pavel Pergel und Darko Horvat waren sich nicht einig, der Tscheche und der Kroate. Vollkommenes Missverständnis und aus dem Nichts das 1-0 für die Franken. Und das spielt ihnen natürlich in die Karten, denn gerade da in der Kontersituation haben sie ihre Stärken. Über diese fixen Jungs, über diesen Hilbert und Fuchs. Mal gucken, ob die erfolgsverwöhnten Sachsen das so leicht wegstecken können. Es lief ja gerade gegen Paderborn blendend. Wieder Fuchs. Er schmunzelt noch leicht, oder nicht schmunzelt, aber er wirkt noch nicht angespannt oder aufgeregt. Und hier nochmals die Situation. Das Missverständnis und das Schnuppernäschen von Christian Eichler. Bis zum 6. Spieltag war dieser Christian Eichler nur Joker.
Und danach kam er rein, machte das erste Tor. Und jetzt ist es das 12. schon. Nicht mehr wegzudenken im Sturm von Benno Mühlmann. Alles Kokot, der Slowene. Und Dexter Langen ringt nach Luft, denke aber, dass er auf jeden Fall weiterspielen kann. Zusammen mit Christian Fröhlich soll er auf der rechten Seite Gas geben. Und in diesem Moment ist die Spielvereinigung Greuther Fürth auf dem 3. Tabellenplatz und damit in Richtung 1. Bundesliga. Benjamin Fuchs, der Österreicher, auf der rechten Außenverteidigerposition. Auch neu im Team, zuletzt gegen Paderborn zum ersten Mal. Er vertritt den immer noch verletzten Weber und hat das gegen Paderborn sehr eindrucksvoll gemacht, so dass Benno Mühlmann ihm noch eine Chance geben wollte. Dexter Langen wartet da unten, will wieder rein. Aber noch ist Peter Gagelmann gnadenlos und lässt ihn noch draußen warten. Tim. Auch wichtig für die Franken, dass er wieder dabei ist. Der schnelle Stürmer. Auch Christian Tim war zuletzt häufig verletzt. Fehlte gegen Paderborn. Und jetzt ist er wieder da. Dexter Langen. Hat wieder Luft, hoffentlich wieder Kraft. Die braucht er auch auf der rechten Seite gegen den quirligen Daniel Fuchs. Roberto Hilpert, ob er denn in Fürth bleibt, ist die große Frage. Ein paar Bundesligisten sind schon hinter ihm her, hinter dem starken rechten Außenläufermann. Ihn setzen sie, Joshua Kennedy, war auch eine Zeit lang verletzt, hat gefehlt. Jetzt zuletzt das Duo Kennedy-Bröker, eindrucksvoll beim Sieg in Paderborn. Der Australier mit seinen 1,94 Meter. Der Fehler von Dexter Langen, da ist wieder Fuchs. Fast das Anspiel gelungen auf Christian Timm. Brücker. Keine Probleme für Borut Mavric. Souveräne, absolute Nummer 1 bei seinem Team von Benno Mühlmann.
was ihn auszeichnet. In jeder Lebenslage bleibt er ruhig. Da kann passieren um sein Team herum, was will. Enno Möhlmann versucht immer, sein Team von allen Aufregungen abzuschotten. Und in dieser Saison gelingt ihm das mal wieder recht ordentlich. Kennedy. Der lange Schlags ist auch auf dem Boden, technisch versiert. Joshua Kennedy wird aber Dresden verlassen und nach Nürnberg gehen. Ach, Langen. Sie tun sich schwer, die Hausherren, gegen diese stabile und kompakte Abwehr. Schon früh im Mittelfeld versuchen die Greuther Fürther, die Sachsen zu stören. Und nach 3 Spielen ohne Gegentor hat es also mal wieder eingeschlagen bei Darko Horvat. Das war eine beeindruckende Serie zuletzt. 3 Spiele, 7 Punkte, kein Gegentor. Was passiert heute noch hier in Dresden? Kein allzu hohes Tempo auf diesem komplizierten Untergrund. Langen. Bislang noch keine Probleme für die Abwehr, für die Viererkette von Benno Möhlmann. Ein Hoffnungsträger der Franken, Juri Jutt, 19 Jahre alt, Mittelfeldspieler, technisch klasse, viel Power, viel Luft, gutes Füßchen, da ist noch viel Potenzial für die Zukunft. Alpha verloren, Hilpert. Und während die Franken hier auf der Siegesstraße sind, können sie natürlich bei uns auch wieder was gewinnen. Für welchen Club spielte Peter Backold in der Bundesliga? Für 1860 München oder für Bayern München? Liga A also für die Löwen, Liga B für Bayern München. Eine SMS an die 83111. Und dann könnten Sie auch noch bei der richtigen Antwort den Jackpot abräumen. 11.200 Euro sind zurzeit drin.
Juri Jutt, geknickt vom Kapitän René Beuchel. Aber bislang auch bei diesen Bodenverhältnissen eine sehr saubere und faire Partie. Da stehen Fuchs. Kokott. Da haben sie Glück gehabt, die Sachsen. Denn diese Kugel hätte auch blöder abprallen können auf einen Weißen. Hilpert mal auf der linken Seite. Da, wo normalerweise Danny Fuchs agiert. Schlampig von Kleine. Aber sie sind quirliger, sie sind wacher, sie sind lebendiger. Die Gäste aus dem Frankenland. Und deswegen geht diese 1:0 Führung für Greuther Fürth auch vollkommen in Ordnung. Stürmerfoul von Joshua Kennedy. Wie gesagt, er geht nach Nürnberg, ablösefrei. Das ist sicherlich bitter für Dynamo Dresden, denn er ein absoluter Leistungsträger. Das muss man nicht unbedingt pfeifen. Thomas Kleine 1,91 Meter gegen Joshua Kennedy 1,94 Meter. Der Vertrag von Kennedy läuft natürlich aus, deswegen ist er ablösefrei, ist ja klar. Er soll dort bei den Nürnbergern Kiesling ersetzen, der nach Leverkusen geht. Eine schwierige Aufgabe, aber nicht unlösbar. Fröhlich, Langen. Wieder Fröhlich. Der 13er Christian Fröhlich würde auch gerne hinter den Spitzen lieber im zentralen offensiven Mittelfeld spielen. Aber da ist Peter Packold noch anderer Meinung. Und bislang hat Christian Fröhlich seine Geschichte auch auf den Außenpositionen sehr ordentlich gemacht. Kennedy, jetzt muss er flanken, aber er ist nicht drinnen, der lange Schlags. Und zum ersten Mal Druck richtig am Strafraum gegen die Greuther. Und schon Stimmung im weiten Rund unter den 13.000 Zuschauern, die hier unbedingt diesen einen Punkt feiern wollen. Endlich weg, raus aus den Abstiegsrängen. Gut. Aber Beuchel schneller. Kagara. Rücker. Beuchel. Aber drei Weiße, auch wenn es gerade faul war, drei Weiße gleich rum um den Kapitän der Sachsen. Da sehen Sie die kämpferische und tolle Einstellung von Greuther Fürth. Wieder Kagara. Kennedy, der jetzt oft auf die Flügel ausweicht. Das zeigt zwar seinen Willen, ist aber für meinen Geschmack nicht allzu sinnvoll, denn er als brillanter Kopfballspieler fehlt natürlich dann in der Mitte. Es sei denn, er würde die Flanke ganz hoch schlagen und dann schnell in die Mitte laufen.
wollte. Gut. Das sind spielstarke Jungs. Juri Jutt, Roberto Hilpert, Danny Fuchs, auch Tim. Also da hat Benno Möhmann schon eine ganz gute Truppe aufgebaut. Und in den ersten Wochen der Saison sah es ja gar nicht so aus, als ob es rund laufen würde bei Greuther Fürth. Aber sie haben sich wieder da oben rangeschlichen. Kennedy, Agara. Noch keine Probleme für Borut Mavric. Immer wieder auf links draußen Joshua Kennedy zusammen mit Kagara und jetzt René Beuche. So kann es gehen, schnelles Spiel. Kagara. Nicht schlecht, Christian Fröhlich hat den Kopfball erwischt. Ab und zu kann man auf die Statistik schauen. Manchmal ist sie nicht hundertprozentig aussagekräftig, aber Dynamo Dresden lag jetzt 11-mal 0-1 hinten. Hat 9-mal verloren und 2-mal unentschieden gespielt. Also sie haben ein 0-1 nie in einen Sieg gedreht und 9-mal verloren. Wäre mal Zeit, auf eigenem Boden diese Statistik zu verändern. Danke, ein bisschen runterschwenken. Jetzt haben wir sie wieder, die Burschen. Christian Fröhlich. Ich fürchte, wir haben da einen Kameraausfall. Die Führungskamera, die Kamera 1, die also die Totale zeigt. Das gesamte Spielfeld hat gerade Probleme, das bitten wir zu entschuldigen. Das ist jetzt die 16er Hochkamera, die jetzt für die Kamera 1, also für die Führungskamera steht. Wir versuchen natürlich das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Freistoß Dresden. Auch mal eine interessante Perspektive. Auf Höhe der 16er Linie steht die Kamera, die Sie gerade gesehen haben. Schöne Nummer. Die erste gute Möglichkeit, kann man fast sagen, dieser Freistoß von Dynamo Dresden. Levente Cic, der linke Abwehrmann mit einem Vollspann und der boostet durch. Ein bisschen weniger Rücklage und er hätte gezappelt, der Ball. Das ist jetzt die linke Strafraumkamera. Also wir versuchen immer noch die Führungskamera zu richten. Kennedy. Fröhlich, sehr aktiv in den letzten Minuten. Beuchel auch im defensiven Mittelfeld. Hilpert.
Ja, in der Mitte fühlt sich Roberto Hilpert nicht so wohl. Benno Mühlmann hat es mal ausprobiert, hat den starken rechten Flügelmann mal auch in der Zentrale spielen lassen, aber bald wieder umgestellt, denn Roberto Hilpert hat seine Stärken hundertprozentig auf der Außenposition. Schön gemacht! Wieder dieser Christian Eichler, ein Kämpfer, ein Wühler, technisch versiert, dazu großes Laufpensum. Also er hat sich in den vergangenen Monaten gewaltig gesteigert und sie haben wieder die normale Bildführung, die Kamera 1, die Führungskamera ist also wieder perfekt. Und wieder fröhlich. Kennedy. Danny Fuchs, wie lange reicht denn die Kraft nach seinen vielen Verletzungspausen? Und immer wieder Kagara auf der linken Mittelfeldposition. Macht da schon Dampf. Techniker, der Däne. Klare Ansage von Peter Pakult. Christian Timm will nicht einwerfen, das macht Roberto Hilpert. Er will auch nicht einwerfen und deswegen Benjamin Fuchs. Das bringt Zeit. 32 Minuten gespielt und die Gäste führen hier in Dresden mit 1:0. Machen einen kompakten, sicheren, engagierten Eindruck. Aber die Hausherren auch sehr bemüht, kämpferisch, finden aber noch kein Mittel gegen die gut eingestellten Franken. Und auch Joshua Kennedy hat schwer gegen die Innenverteidigung mit Thomas Kleine und mit Andrei Mijatovic. Mijatovic 1,91, Kleine 1,91. Da geht da oben dann herzlich wenig, auch für einen Kennedy. War die nächste Möglichkeit für die Gäste. Immer wieder kommen sie über ihr gefährliches Flügelspiel und über Christian Eichler nach vorne. Eichler und in der Mitte Roberto Hilpert, 10 oder 20 Zentimeter zu klein. Fuchs. Und Dexter Langen klärt. Das ist ihr Spiel. Hinten kompakt und sicher und dann über ihre wieselflinken Außenspieler rein in die entblößte Defensive der Sachsen. Kleine mit vorne. Und jetzt mal Raum und Platz für Eichel.
klasse, Tim. Also die Spielvereinigung Greuther Fürth heute eine andere Hausnummer als zuletzt Paderborn für Dynamo Dresden. Kagara. Jetzt dauert es aber schon wieder zu lange und die Franken haben ihre Defensive geordnet. Fröhlich. Jut. Jut. Kleine. Abseits von Joshua Kennedy. Sofort und resolut angezeigt von Thomas Gorniak. Zusammen das Gespann mit Peter Gagelmann, eine einwandfreie Leistung. Und Sie können nochmals an Ihr Handy greifen, eine SMS an die Nummer 83111 und die Worte Liga A für 1860 oder Liga B für Bayern München, wenn Sie wissen, wo hat Peter Packold in der Bundesliga einen Club trainiert? Kennedy. Vieles bleibt Stückwerk und immer wieder Christian Fröhlich, der auf der rechten Seite irgendwie versucht, Ordnung in das Spiel der Schwarz-Gelben zu bekommen. Jetzt mal über links, gute Nummer, aber blinde Flanke, überhastet, keine Abnehmer, 1:0 Greuther Fürth. Eichler in der 9. Minute. Mike Wagefeld im offensiven Mittelfeld. Die Nummer 6 der Dresdner. Hier haben wir ihn. Noch nicht so wirkungsvoll wie zuletzt. Er ist der Antreiber, er ist der Anführer, immer lautstark. Fröhlich. Der Druck der Schwarz-Gelben wird stärker. Fröhlich. Sich in der Zwischenzeit überall rum. Und die Begegnung wird auch härter, wird ruppiger und nicht allzu schlimm, aber 5 Minuten vor der Pause wird das Tempo verschärft. Es war Kennedy!
Ich glaube, im Getümmel hat Joshua Kennedy da seinen Kopf hingebracht und klasse Parade, wenn ich es richtig gesehen habe, von Borut Mavric. Also, in der 41. Minute plötzlich dann doch noch die dicke Möglichkeit zum Ausgleich. Jut, abseits. Jetzt werden wir wahrscheinlich diese Situation nochmals per Zeitlupe geliefert bekommen. Und hier war es Kennedy und klasse, Mavric. Blitzreaktion. Und da war der lange, lange Kennedy doch mal wieder richtig zur Stelle. Und hat seine 1,94 ausgenutzt. Danke, Borut Mavric, können seine Kollegen zu ihm sagen. Im Anschluss an diese Partie können Sie eine Zusammenfassung sehen zwischen Eintracht Braunschweig und Energie Cottbus. Also gleich danach geht es weiter. Und die Sachsen haben sich diese Chance richtig erarbeitet und erkämpft. Jetzt wieder etwas Entlastung über Bröker. Nach vorne läuft bei den Gästen herzlich wenig. Und wir sehen nochmals den langen Kennedy und den klasse Mavric. Joshua Kennedy, 4 Tore hat er bislang geschossen. Er war an 9 von 24 Toren beteiligt. Und das bei nur 14 Einsätzen. Daran sehen Sie schon, wie wichtig der Australier für die Sachsen im Abstiegskampf ist. Ups. Sie wollen so leicht in die Halbzeit trudeln, die Gäste, wenn das mal ins Auge geht. Kennedy wird immer besser. Kann passieren, kein Problem. Kennedy wieder mit der Vorlage und die Chance für Thomas Bröker. Also jetzt in der Schlussphase der ersten Halbzeit dann doch noch zwei dicke Nummern für die Hausherren. Und das liegt daran, dass Greuther Fürth zu passiv ist, zu abwartend, nur noch hinten drin steht. Liegt aber auch vielleicht daran, dass der Druck der Sachsen einfach immer besser und stärker wird. Hier die Vorlage von Kennedy auf Bröker und Mavric, wieder Herr der Lage. Das wird noch eine interessante und spannende Angelegenheit in der zweiten Halbzeit. Agara. Kommt Dresden noch raus aus den Abstiegsplätzen, mit einem Unentschieden zumindest. Schafft Greuther Fürth hier wirklich einen Dreier und den Sprung auf Platz 3. Ein paar Sekunden noch. Und Borut Mavric ist in der letzten Zeit nicht mehr so zufrieden gewesen mit seinen Abwehrjungs. Powerplay der Schwarz-Gelben. Hergel. Kleine raus. Und nächste dicke Möglichkeit. Levente Chikwas, der Abwehrmann. Der linke Defensive. Also da stürmen jetzt alle.
Nochmals diese Möglichkeit, Levente Cic gegen Andrej Mijatovic. Und das war's. Ah, willkommen zurück in Dresden. Es ist also nicht zu kalt. Sie sind alle wieder da. Sie hüpfen zwar, die 13.000 Zuschauer, und sie hoffen natürlich auf ihre Dynamo-Mannschaft, auf den Antreiber im Mittelfeld, zum Beispiel auf Mike Wagefeld. Da ist noch Luft nach oben beim 25-jährigen Rückkehrer aus Nürnberg. Und zuletzt, in den letzten Minuten, wesentlich besser, das Sturmduo hier, Joshua Kennedy und Thomas Bröker. Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine. Der Druck der Sachsen in den letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit wurde immer größer und immer stärker. Und sie hatten da auch ihre Möglichkeiten, der Kopfball von Kennedy, die Vorlage von Kennedy für Bröker. Also, Greuther Fürth muss sich hier noch steigern, damit sie ihr 1:0 über die Runden retten können. Das war in der letzten Viertelstunde vor der Pause zu wenig, zu defensiv, zu bedächtig. Nur abwehren, das bringt auf Dauer, denke ich, nichts. Kukielka. Kennedy wieder. Kagara, auch auf. Auffallend, auffällig. Im Foulspiel von Levente Cic. Kagara hoch und weit auf Kennedy, da steht aber Bröker fröhlich. Manchmal geht es mit Gewalt, nicht immer, aber ein Versuch war es allemal wert. Er mittendrin, immer im Geschehen, Christian Fröhlich. Peter Packhult kennt Fröhlich aus seiner Sicht. Zeit bei 1860 München. Immer wieder Kagara. Däne. Kein Foul. Hilpert. Das ist Einsatz. Das sind Emotionen bei ihm. Kann man schon mal machen. Wenn man es nicht übertreibt, aber durch diese Körpersprache will er auch sein Team mit antreiben. Kennedy flog daneben. Also es geht fast so weiter wie in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Spiele, 7 Punkte. Da stimmt die Bilanz. Mike Wagefeld, er kam aus Nürnberg zurück, war ja ein Held. Dresden, Aufstiegsheld, wurde dann nach Nürnberg transferiert und jetzt soll er seine Sachsen in der zweiten Liga halten. Bislang funktioniert das einwandfrei. Ob
dass heute ein herber Rückschlag wird. Jutt, Juri Jutt. Benjamin Fuchs, weiter Einwurf. Eichler immer dazwischen. Da jubelte schon Roberto Hilpert, aber es war das Außennetz. Schwer zu sehen von der anderen Position. Kein Foul, weiter geht's, sagt Schiri Gajemann. Der, wenn's ernst wird, immer zur Stelle ist, wie auch hier gegen Dennis Kagara. Foulspiel von Benjamin Fuchs, Österreicher vom Dänen. Eckball verursacht durch Alex Kokott. Auf der linken Abwehrseite gesetzt bei Benno Möhlmann. Der 20er links vor dem Torwart. Ist natürlich auch unsinnig, solche Eckbälle reinzubringen, wenn da drin ein Kennedy steht. So flache Eckbälle bringen gar nichts. Die Fuchs ist in der Schlussphase der ersten Halbzeit auch untergegangen. Kämpferisch sehr präsent. Dynamo Dresden am Anfang des zweiten Durchgangs. Natürlich klares Foul von Marius Kukielka. Es gibt Gelb gegen den Polen von Schiri Gajemann. Zu Recht, kam viel zu spät. Peter Backhult. Na, ob den jemand hier jetzt gerade, wenn er so schreit, versteht. Schlampiger Rückpass. Eichler gegen Horvath. Hilpert. Roberto Hilpert. Ja, das ist sein Ding. An der rechten Seite aus zur Grundlinie reinflanken. Kennedy. Kagara. Starke Laufarbeit von Juri Jutt. Also in Sachen Engagement und Einsatz und Kampfeslust ist den Hausherren nichts vorzuwerfen. Tim, kein Abseits hinter der vor der Mittellinie gestartet, aber da hat er sich den Ball zu weit vorgelegt, Christian Eichler. Das sind natürlich die dicken Möglichkeiten. Das wird das eine oder andere Mal noch vorkommen. Und hier legt er sich mit dem Spann den Ball viel zu weit vor. Eichel. Langen, Schick. Aber Sie sehen, Reuter Fürth versucht immer direkt anzugreifen, sich nicht zu tief hinten reinstellen. Und
an der Mittellinie schon Druck ausüben. Und Luft und Dampf haben die Gäste, haben die Franken. Das haben sie schon oft bewiesen in dieser Saison. In der zweiten Halbzeit sind sie top, bestens in Sachen Kondition und Einstellung. Also nachlassen werden sie nicht. Darauf müssen die Sachsen nicht hoffen. Gefällt. Kommt nicht zum Zug. Mike Wagefeld. Noch nicht seine Partie. Volker. Schwierig. Kagara. Irgendwie schaut es auch aus wie bei den Handballern rum um den Frankenstrafraum. Immer mit dem Blick auf den Kreisläufer Kennedy. Offensive Entlastung der Franken, fast Fehlanzeige. Der Jackpot lacht für sie, 11.200 Euro. Für welchen Club spielte Peter Backholt in der Bundesliga? Liga A, 1860, Liga B, Bayern München. Eine SMS an die 83111. Wenn Sie es wissen, können Sie den Jackpot noch mit abräumen. Nettes Geschenk für heute Abend. Langen. Aber immer ist da einer drauf. In dem Fall war es Christian Timm, der Vorbereiter des 1:0. Das Missverständnis zwischen Pergel und Horvath zugunsten von Christian Eichler. Schubser kann man so geben von Andrej Mijatovic. Auch gute Leistung des Kroaten neben Thomas Kleine im Zentrum der Abwehr. Mike Wagefeld. Aufstiegsjahr war er Dresdens Kapitän, Mike Wagefeld, hat im defensiven Mittelfeld gespielt, 10 Tore geschossen, der Antreiber. Peter Backholt zieht ihn jetzt offensiver, also im offensiven Mittelfeld. Mal gucken, was die Zukunft bringt, auch für Joshua Kennedy in Nürnberg. Hilbert. Die Franken schaffen es immer wieder, das Spiel der Sachsen zu zerstören, ihnen das Leben richtig schwer zu machen. Mach du,
schaut noch recht zufrieden aus, angespannte Zufriedenheit. Das sind Zufallsprodukte, Zufallskombinationen. Fuchs hat es jetzt viel schwerer gegen Dexter Langen als in der ersten halben Stunde der ersten Halbzeit. Es kommt aber auch keine Unterstützung mehr von den Franken von hinten raus. Alles viel zu ungenau. Das Spiel so nach einer Stunde leicht verflacht. Den Gästen kann es wurscht sein, sie führen 1:0, sie sind auf einem Aufstiegsplatz und das wäre natürlich ein Riesending, wenn sie auch nach 90 Minuten da noch stehen würden. Taktisch gesehen schaffen es die Sachsen nicht über die Außenpositionen richtig Druck aufzubauen. In der Mitte ist Mike Wagefeld im offensiven Mittelfeld heute überfordert und so keine Großprobleme für die Weißen. Hilpert. Jut. Tim. Wen hat er denn da gesucht? Bestimmt nicht den Fuchs. Ja, Dexter Langen hat die Geschichte jetzt auf der rechten Seite ganz gut im Griff. Jut. Tim. Zu spät. Man merkt Christian Timm an, dass er noch nicht ganz der Alte wieder ist nach seinen vielen Verletzungen. Da fehlt noch die Spritzigkeit, die Entschlossenheit. Fröhlich. Wagefeld. Jetzt mal Kagara! Da ist das Ausgleich! Da ist der Ausgleich! Da ist das Tor, wollte ich sagen. In der 63. Minute. Dennis Kagara zum 1:1 im Rudolf-Harbig-Stadion. Und es ist verdient, weil die Hausherren einfach engagierter waren, bemühter waren, nach vorne mehr getan haben. Es hat nicht immer alles geklappt beim Team von Peter Packhult. Aber sie haben nicht nachgelassen. Wagefeld einfach mal rein, Kennedy leitet weiter und dann ist Kagara mit seiner linken Klebe völlig frei. Hier lässt Kennedy durch und Thomas Kleine konnte ihn nicht daran hindern, der Kapitän von Greuther Fürth. Und Dennis Kagara mit seinem zweiten Saisontor. Und jetzt ist Dynamo Dresden zum ersten Mal wieder nicht auf einem Abstiegsplatz seit dem 10. Spieltag. Schauen Sie sich das an, wenn Sie Freunde und Fans der Sachsen sind. Rang 14 für Dynamo Dresden, nur noch 5 Punkte hinter 1860 München. Und es gab schon die ein oder andere Stimme hier in Dresden. Die Löwen, die 60er, die lassen wir auch noch hinter uns. Das kann schon sein. Am Montag, kommenden Montag, live bei uns.
1860 München gegen den VfL Bochum. Und das haben die 60er, weiß Gott, auch noch nicht gewonnen. Dynamo Dresden spielt am Sonntag gegen Siegen. Also, da ist noch alles drin. Michael Lerkel jetzt im Spiel auf der rechten Abwehrposition für Dexter Langen. Und die nächste Möglichkeit, Thomas Bröker, Bröker abgeblockt. Jetzt hier Stimmung im Haus. Die 13.000 Dynamo-Fans wollen mehr. Gut. Hab's angesprochen nach der Pause. Wenn du zu wenig tust, wie die Kräuterfürther, wirst du irgendwann mal bestraft. Immer nur reagieren geht nicht. Schick. Kennedy. Und auch bei Greuther Fürth ein Wechsel. Danny Fuchs geht und ein anderer Stürmer kommt. Stefan Schröck. Ja, es deutete sich an, die Kraft von Danny Fuchs, der klasse gespielt hat in der ersten Halbzeit, ließ nach. Und deswegen auch vollkommen logisch der Wechsel von Bruno Müllmann. Zu diesem Zeitpunkt haben die Dresdner also ihr Ziel, ihr Mini-Ziel erreicht, raus aus dem Abstiegskeller, von den Abstiegsrängen. Und Greuther Fürth ist erstmal wieder raus aus den Aufstiegsrängen. Ah, gefällt. Dynamo, Dynamo, die Sprechchöre hier im Habig-Stadion. Wagefeld. Da ist er. Oh Mann, Dennis Kagara hätte das 2:1 für die Sachsen machen können. Aber es war, glaube ich, sein rechter Fuß, sein rechtes Bein. Und da ist er nicht so doll. Und fast im Gegenzug. Ja, jetzt wird die Partie wesentlich schneller. Hochspannung nach 68 Minuten. Kennedy. Fröhlich kommt noch ran. Jatovic. Auch nicht gerade das perfekte Zusammenspiel zwischen Mijatovic und Mavric. Zwischen dem Kroaten und dem Slowenen. Ja, jetzt, was ist denn mit diesem Peter Backholt? Wo war er denn mal? Bei 60 München oder bei Bayern München? Liga A für die Löwen, Liga B für den Rekordmeister. Und hier sehen Sie den Ausgleich nochmals durch Kagara.
Also eine SMS an 83111. Wenn Sie es wissen, Jackpot abräumen. 11.200 Euro ist angesagt. Kombinationen laufen flüssig jetzt in dieser Phase und auch Wagefeld wird immer besser. Fröhlich. Für die Franken ist die Rückrunde alles andere als optimal bislang gelaufen. Wir sind seit 4 Spielen sieglos. Die Weißen, kein Foul. Jutt. Sie kommen nicht mehr dazu, irgendein konstruktives Offensivspiel aufzubauen. Nicht mal zu ihren gefürchteten Kontern über die Außenpositionen kommen sie. Und hier, das ist die Riesenchance für Denis Kakara. Und er wollte es mit dem rechten Fuß machen, aber er ist einfach ein stärkerer Linker. Der U21-Nationalspieler der Dänen. Kennedy gegen Kleine. Kagara wieder sehr auffällig. Klasse Partie. Und eifriger Mike Wagefeld, auch wenn es mal ins Auge ging, gerade nicht so geklappt hat. Und vorne Christian Eichler als Solokämpfer vollkommen chancenlos. Tim, schlampiger Kopfball, Kennedy. Nach vorne konnte er nicht spielen auf Bröker, der stand im Abseits. Da kommt Fröhlich. Also jetzt schon, muss ich sagen, Hut ab. Tolle Partie der Hausherren, die sich reingewühlt und reingekämpft haben in diese Partie. Sie hatten es schwer nach dem 1:0 für die Gäste. Es hat, weiß Gott, nicht alles geklappt, aber sie haben nie aufgegeben und das müsste Peter Packold Mut machen, auch für die Zukunft. Er hat da schon ein Team vollkommen umgekrempelt und was Starkes formiert, ohne Zweifel. Hilbert. Schön gemacht. Tim. Aber wohin? Hilbert. Harmlos, harmlos. Auch in der gesamten zweiten Halbzeit. Entlastung. Schröck. Junger Hüpfer, 19 Jahre alt ist er. Zum 8. Mal wurde er eingewechselt. Tor hat er noch keins geschossen. Muss viel Defensivarbeit verrichten. Fehlt deswegen häufig da vorne neben Christian Eichler.
Eigler. Mann, oh Mann. 75. Minute, Riesendusel für Dresden. Das Aluminium rettet für die Sachsen nach dem Schuss von Christian Eigler. Das hat er richtig toll und trocken gemacht, der 22-jährige Goalgetter. Sehen wir sicherlich bald nochmals in der Zeitlupe. Gelb für den eifrigen Fröhlich. Und hier nochmals diese Szene. Das war jetzt erstmal die gelbe Karte. Und hier die Szene, Eigler an die Latte. Drehen die Franken jetzt wieder den Spieß um. Plötzlich offensiver Geist wieder im Team. Juri Jutt. Benjamin Fuchs, der junge Fuchs. Der alte Fuchs ist draußen. Dani. Ein Kampfspiel. Hohes Tempo, voller Einsatz. Emotionale Partie in Dresden. Kennedy. Da kommt Kagawa. Kennedy! Alles richtig gemacht, konnte da die Kugel nicht mehr so platzieren, aber wieder stark die Vorlage von Dennis Kagawa und im Lauf Kennedy gegen Thomas Kleine. Hat eine Anlaufphase gebraucht, der Australier, aber jetzt ist er voll da. Da konnte Christian Eigler mit der Kugel gar nichts mehr anfangen. Und nachher geht es weiter mit Eintracht Braunschweig gegen Energie Cottbus. Direkt im Anschluss an diese Partie eine Zusammenfassung des zweiten Nachholspiels am heutigen Tage. Burghausen gegen 1860 München ist ja ausgefallen. Und jetzt der Wechsel. Fröhlich geht, hat alles gegeben. Toll gekämpft, toll gespielt. Und Alen Basic kommt. Mittelfeldmann. Sie sehen auch, er ist geschafft. Die Kräuter werden von Minute zu Minute stärker, offensiver. Kennedy. Lerche. Neue 33er. Natürlich hat das Anrennen der Sachsen auf diesem Boden, bei diesen schwierigen Verhältnissen Kraft gekostet. Vielleicht zugunsten der Gäste, die jetzt noch mal 10-12 Minuten aufdrehen können. Kräuter führt jetzt gerade noch einen Punkt hinter den dritten Platz. Da steht derzeit der SC Freiburg. Lippert. Oh, Riesenbock, Tim. Oh, da hat Darko Horvath alles
richtig gemacht im letzten Moment. Riesen Dankeschön an Darko Horvat. Hilpert. Dann der Riesenbock und Christian Timm schafft es nicht, an Darko Horvat vorbeizukommen. Pavel Pergel mit dem Bock gegen Christian Timm. Ja, Pavel Pergel im ersten Tor das Missverständnis mit Darko Horvat. Und jetzt hätte er fast den Führungstreffer der Franken verschuldet. War gefällt. Schöner Pass auf Aigler. Das gibt noch intensive, ja, denke schon 10, 11 Minuten, je nachdem, wie lange Peter Gagelmann nachspielen lässt. Die langen Kerls mit drin, gerade haben sie gesehen, Thomas Kleine. Die Beuchel wollte gehen, bleibt aber doch. Der Nummer 5 hier, der lange Kapitän der Franken. Auch Mijatovic vorne drin, der Kroate, 4 und 5 die Nummern der langen Kerls. Ja, wer hier gewinnen wird, das ist die Frage. So auch bei Ihnen vielleicht zu Hause. Wer räumt den Jackpot 11.200 Euro ab? Eine SMS an die 83111. Für welchen Club spielte denn Peter Packold in der Bundesliga? Schreiben Sie Liga A für 60 München oder Liga B für Bayern München. 83111. Jelka. Kennedy. Kagara. Das ist doch ein wieselflinker, technisch beschlagener. Und richtig guter Außenspieler, der Däne. Der Platz hat überraschend gut gehalten, also in der Richtung keinerlei Probleme für die beiden Teams. Es war auch zum Teil ein technisch anspruchsvolles Spiel möglich. Das sah gestern hier noch ganz, ganz anders aus. Da glaubte niemand an diese Spielansetzung. Kennedy. Schick. Wagefeld. Kraft und Konzentration lassen nach.
Ebert. Reuchel. In der ersten Halbzeit nicht immer allzu hohes Tempo, aber in der zweiten volle Pulle von beiden Teams. Gut. Stefan Schröck und Peter Gagelmann. Ich hatte den Eindruck, als ob er eine Sekunde zögern würde. Hier der Armstoß. Das kann man geben. Der Armstoß von Pavel Pergel. Mit dem linken Arm stößt er Stefan Schröck um. Korrekte, aber harte Entscheidung von Peter Gagelmann. Und dieser Pavel Pergel hat das erste Tor verschuldet. Und jetzt vielleicht auch noch das 2:1. Da ist das 2:1. Für Greuther Fürth. Das hätte keiner mehr geglaubt. In der 87. Minute Christian Eichler souverän zum 2:1 für die Franken und sie stehen jetzt wieder auf einem Aufstiegsplatz. Mit Nasenbluten Christian Eichler alles gegeben, 2 Tore gemacht, das erste mit Glück nach dem Missverständnis von Perkel und Horvath und das zweite hier per Elfmeter. Der normale Elferschütze bei den Fürtern, Baruth, nicht dabei. Er hat bislang 2 Elfmeter verwandelt. Also hat sich Christian Eichler die Kugel geschnappt und genauso sicher verwandelt wie zuletzt 2-mal Baruth. Sie wurden in den letzten 10 Minuten wieder stärker, offensiver. Da ist jetzt noch mal ein Stürmer drin. Was soll er machen? Der gute Peter Packold, Marco Vorbeck jetzt in der Partie. War gefällt. Kein Handspiel, ein Aufschrei im weiten Rund und Kagara. Ist schon auch ein wenig bitter jetzt für Dynamo Dresden. Wir schauen uns diese Szene nochmals an. Es war der Kopf von Mijatovic. Nichts mit Hand oder Ähnlichem. Haben alles gegeben, die Hausherren. Sich richtig zurückgekämpft, wurden dann in den letzten 10 Minuten, wen wundert's, ein wenig müder. Und das hat dann Greuther Fürth knallhart ausgenutzt. Nicht alle geben diesen Elfmeter. Der eine oder andere Schiedsrichter drückt sicherlich auch ein Auge zu bei diesem Armcheck von Pavel Pergel. Ja, der Peter Packold 3-mal zuletzt ohne Gegentor, heute 2 kassiert von den Gästen aus dem Frankenland. Seit 14 Spielen stehen sie jetzt auf einem Abstiegsplatz, Dynamo Dresden, und es schaut nicht so aus, als ob sie ihn heute verlassen könnten.
Und dann am nächsten Sonntag die ganz heiße Partie Dresden gegen Siegen. Natürlich auch bei uns in der Zusammenfassung ab 17.30 Uhr. Hattrick, Christian Timm geht. Musste viel in der Defensive arbeiten gegen nimmermüde Dresdner. Daniel Adlung jetzt im Spiel. Die Nachspielzeit läuft. Kleine. Und die Auswechslung bzw. Einwechslung von Stefan Schröck hat vielleicht den Siegtreffer hier gebracht. Benno Mühlmann mit dem nötigen Händchen, mit dem richtigen Glück. Der Youngster ging in den Strafraum mit seinen 19 Jahren, hat den Zweikampf gesucht und hat ihn vielleicht so bekommen, wie er ihn wollte. Und das ist der Sieg für Greuther Fürth.